Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind heute endlich in Generation 4. Ja, wir spielen mit Faith weiter. Das haben wir im letzten Part bereits ausgelost und wir leben noch in Hotel Mama. Aber wir haben ein neues Haus gebaut. Wenn ihr das Speedbild nicht gesehen habt, ich verlinke euch das am Ende. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das Haus. Wir haben ja noch unsere Mutti. Und Pebbles, hier hinten ist noch unser Lama, solange wie es noch lebt halt. Und das ist unser Haus, yay! Ich finde es eigentlich ganz nett, es ist nicht perfekt, aber ja, also es ist wild auf jeden Fall. Das werdet ihr gleich sehen, der Floorplan hat mich sehr kaputt gemacht. Also wenn man reinkommt, haben wir hier einen sehr großen Bereich. Aber ich habe schon gesagt, wir können ja vielleicht dann hier noch ein Zimmer oder so dran bauen, wenn wir das unbedingt brauchen und dann halt die Tür verschieben. Also ist alles gut. Kriegen das hier hin. Alles ohne Problemos. Überall hängen natürlich Fotos. Hier ist ein Badezimmer. Hier hinten haben wir die Küche mit einem Essbereich. Hier ist unser Garten, I guess. Und dann hier ist noch so eine Sitzecke, eine kleine, damit Faith wieder stricken kann und so. Hier ist unser Wohnbereich. Und wenn man hochkommt, haben wir hier unsere Matte und unseren Schreibtisch. Hier ist nochmal ein Badezimmer. Das ist das Zimmer von Sunny, was ich sehr liebe, wenn ich ehrlich bin. Und hier hinten haben wir dann noch das Zimmer von Faith. Und auch das finde ich extrem schön. Ja, jetzt machen wir erstmal alle Lichter auf automatisch, weil sonst haben wir hier ganz große Probleme. Wir verkaufen noch die Hausaufgaben, die brauchen wir nicht mehr. Und dann soll die Gute meine Karriere einschlagen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was sie machen soll. Ich finde ja Bildungswesen irgendwie richtig sweet. Also ich sehe sie da irgendwie, also ich weiß nicht, sie wirkt halt sehr schlau und so. Der Rest ist irgendwie nicht so richtig was für sie. Dann würde ich sagen, packen wir sie in die Bildungswesen-Karriere. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sehe ich sie da. Sweet girl, sweet. Wir haben auch absolut gar kein Geld mehr. Eigentlich wollte ich hier ja auch noch zwei Säulen platzieren, aber ja. Wenn das Geld nicht da ist, ist es schwierig. Ich würde sie ja auch gerne irgendwie nochmal malen lassen oder so, aber wir haben kein Geld. Es ist problematisch. Aber ich weiß, dass my girl Forschen- und Debattieren-Fähigkeit braucht in der Bildungswesen-Karriere, deswegen kümmert sie sich am besten jetzt schon darum, ein bisschen. Wir nehmen die Aufgabe natürlich auf jeden Fall an. Methoden der Forschung recherchieren können wir auch gleich machen. Und unser Plan ist natürlich mit Faith nach Salvadorada zu gehen. Deswegen haben wir hier auch diesen Archäologietisch. Damit kann man auch gut Cash verdienen. Deswegen, also es wird uns auf jeden Fall helfen. Aber wir brauchen erstmal Geld für den Urlaub dorthin. Ansonsten können wir Mutti ja auch einfach mal programmieren lassen, weil sie ist ja eine Programmiermaus. Vielleicht hacken wir einfach Landgrab Systems. Solange wir unsere Mutti noch haben, brauchen wir sie. Was ist das? Irrationaler Hass gegen die Sonne. Entschuldigung. Wieso denn in der Forschungsarchivmaschine? Bro! Ne, wir gehen jetzt nicht zur Dings. Aber ich könnte euch mal kurz zeigen. Ich habe Destiny natürlich auch jetzt platziert mit Cosrow und ihrem Kind zusammen. Und ich habe ja gerandomized, dass sie in Desert Valley wohnen sollen. Und sie wohnen jetzt hier auf diesem Grundstück. Dieses Haus ist riesig. Aber, das war auch sehr wild, als ich das nachgeschaut habe, Cosrow hat eine Familie, die 1 Million Simoleons in the Bank hatten. Also ist es schon okay, dass sie so ein riesiges Haus haben in Desert Valley. Es ist jetzt nicht komplett out of place, sage ich mal. Und es ist dann auch nicht so schlimm, dass Destiny kein Geld quasi mitgebracht hat. Ja, das wollte ich Ihnen sagen. Also wenn Mutti zu Ende gehackt hat, dann können wir ja aufbrechen nach Brightchester, um zu gucken, ob wir dann dort irgendwo eine Forschungsarchivmaschine finden. Und ich sag, wie es ist, wir müssen früher oder später natürlich auch jemanden finden, mit dem wir irgendwie anbändeln können. Weil wir müssen ja irgendwie auch die Legacy hier fortführen können, ne? Und wir sind auf kurzer Lebensdauer. Das ist immer so ein Problem. Morgen ist Tag der neuen Fähigkeit, was ich sehr, sehr gut finde. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Hier hat Faith Geburtstag, also ein 2 Wochen. Die Zeit drängt. So, sie ist jetzt fast fertig. 240 Simoleons. Sehr schön. So, Girl. Wir gehen nach Brightchester. Ich würde mir auch selber so eine Forschungsarchiv-Dingsy holen, aber das können wir uns beim Gottes Willen nicht leisten. In der Bibliothek müsste es sowas geben. Ja, das sind diese Dinger hier, ne? Recherchieren. Wir nehmen mal Garteninnovation, weil wir haben jetzt ja einen kleinen Garten mit Zitronen. Vielleicht möchte sie sich darüber ja ein bisschen informieren. Außerdem kriegt sie da die Fähigkeit auch, das ist auch sehr gut. Aloysia möchte abhängen, aber Girl, wir müssen leider uns schon auf die Arbeit vorbereiten. Außerdem kriegen wir Geld, wenn wir die Aufgabe erfüllen, oder? Hi Girl, who are you? Sarah Meshi, hi Girl.
Sie hat schon Level 2 der Forsch- und Debattierfähigkeit, das ist sehr gut. Ich dachte, sie lernt dann auch irgendwie Gartenfähigkeit, aber anscheinend nicht. Mann, ja, hab ich wohl falsch gedacht. Ah doch, sie kriegt doch Gartenfähigkeit und wir haben 88 Simoleons bekommen. Zu immerhin 40%. Nice. Jeder Fortschritt ist ein guter Fortschritt. Haben wir kein Essen mehr? Oh mein Gott. Das sieht ja lecker aus. Pebbles findet das Klo auch nicht so geil. Und ich bin sehr froh, dass diese Toilette und so, dass das hier alles passt. Ich hatte Angst, dass das vielleicht ein bisschen zu eng sein könnte. Aber Gott sei Dank nicht. Ich finde die neue Küche echt süß. Aber jetzt, wo wir ein bisschen Geld haben. Richtig unnötig, aber ich kaufe jetzt erstmal diese Säulen. Toll. Unser Dach wird gehalten. Schön. Richtig unnötig, aber ich bin glücklich. Ich würde sagen, danach kann sie sich auch schon mal direkt ins Bett legen. Genauso wie Sunny. Die wird auch nicht mehr lange haben. Ich weiß, wir müssen leider darüber reden. Ich möchte es auch nicht. Ich möchte, dass sie noch länger mit uns Zeit verbringen kann. Aber es wird jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Also zumindest nicht sehr lange. Ich würde am liebsten auch, dass sie noch lange mit uns hat. Aber kurze Lebensdauer und so. Oh mein Gott, Pebbles liegt einfach mitten auf dem Teppich. Ich fühle es so sehr, ne? Wie gesagt, ich finde das Layout nicht perfekt, aber... Es funktioniert für uns. Das lange Leben von Sunny Ernest neigt sich langsam dem Ende zu. Lass mich in Ruhe. Warum bist du schon wach, Girl? Oh mein Gott, die Katze hat sie geweckt. Wieso kann sie nicht zu Pebbles? Sie so, hör auf damit. Und sie so, ah, okay. Pebbles hat gelernt, Sims nicht zu wecken. Wie toll ist das denn? So, jetzt mach nochmal zu Ende, Haya. So, und du musst ganz dringend pieseln, Girl. Es ist Winter. Och, nö. Wirklich seltsamer Traum. Okay. What are we going to do today? Es ist die 42. Kauf dir eine Eismaschine und gönn dir direkt eins. No problemo. Außer wir haben nicht genug Geld. 175. Also, ne? Ich weiß auch nicht. Also es ist jetzt nicht optimal. Aber wir werden schon klarkommen. Wir machen ein Eis. Was für ein Eis wollen wir denn? Ich finde das eigentlich richtig geil, ne? Pfirsich-Joghurt. Also wir müssen das halt einfach nehmen. Wir haben gar keine andere Wahl. Also ich finde das auf jeden Fall eigentlich richtig cool. Aber man benutzt das irgendwie viel zu selten. Also zumindest ich. Danke für die Rente. Also, Garnitur, Streuselstäbchen und Topping, Schlagsahne, ganz classic. Nimm dir mein Hörnchen. Und Oma nimmt sich einen Becher. Wie glücklich sie ist. Ich lieb's ja. Und das nenne ich auch eine Mut. So, dann kommt's natürlich in den Kühlschrank. Das soll ja nicht hier schlecht werden, ne? Die haben direkt Gehirnfrost. So, Girl, und dann mach vielleicht mal ein bisschen Yoga. Slay. Das Essen war schlecht zubereitet. Schade. Awareness Level 3. Aber ich finde gut, dass sie Yoga macht, weil das irgendwie voll zu diesem Wartungsintensiv-Ding passt, ne? Irgendwie, der Kreis schließt sich einfach. Warum geht's Pebbles schlecht? Sie hat doch alles, was sie braucht. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Geil. Ah, ihr ist kalt. Das ist schlecht. Geh duschen. Run, run, run. Wehe. Also ich will hier nicht, dass hier irgendjemand stirbt. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh mein Gott, nein. Die Leiste leuchtet schon. Das ist ganz schrecklich. Es wird literally jetzt gleich passieren, jeden Moment. Ich will das nicht. Ah, ich glaube, Pebbles musste mal kacki. Ja, bitte drückt euch nochmal. I need you. I can't. Willkommen in der Nachbarschaft. Vor allem, ich habe hier noch nicht mal einen Zaun gesetzt. Vielleicht hätte ich das mal tun sollen. Nachbarn hereinbitten. Oh mein Gott. Aloysia, why? How? Aber lila Grusel? Die sieht sehr, sehr süß aus. Rocky Prescott. Wie wär's, wenn wir uns mal allen vorstellen? Ich habe keine Mülltonne gekauft. Ich bin so intelligent manchmal, ne? Ich kann mir noch nicht mal eine leisten. Also beziehungsweise diese hier, aber die sind halt jetzt auch nicht so hübsch, ne? Profi am Werk. Ich meine, sie hat noch so ein paar Sachen, die wir hier verkaufen können. 1666? Ja, moin. Wenn es sonst nichts ist, hätte ich das mal vorher gewusst. Kaufen wir jetzt erstmal eine Mülltonne. Und einen Zaun wollte ich. Sehr gut. Jetzt ist es auch ein bisschen sicherer hier. Ich behalte das Geld erstmal, weil dann können wir vielleicht in Urlaub fahren. Aber ja, vielleicht erst, wenn Sunny nicht mehr ist. Ich weiß, ich möchte nicht darüber reden eigentlich. Aber wir wissen ja alle, wie es ist. Man kann das hier nicht benutzen. Schiebe ich das hier hinten hin? Hä? Was ist mit Rocky Prescott? Hat der wen? Nö. Aber er hat zwei Kinder. Ugh. Danke aber auch für den Obstkuchen. Essen ist Essen. Sie denkt, Lila ist dramatisch. Aber irgendwie lustig, dass Aloysia anscheinend unsere Nachbarin ist, ne? Weil ich meine, wir kennen sie eigentlich aus der Schule. Und Sunny ist aber auch so eine Mut, dass sie die ganze Zeit mit ihrem Schlafanzug hier rumläuft, ne? Irgendwie süß, dass hier alle zusammen sitzen und miteinander reden, ne? Erstmal ein Eis genommen. Moini. So, tschüss, Leute, tschüss. Dreckig. Oh.
Das wird auch nicht mehr so lange hier bei uns sein, ne? Dann sind wir hier nur noch ganz allein mit Pebbles, der etwas verzogenen Katze. Geile Pose. Ach, du kleiner Engel. Könnt ihr vielleicht einfach noch mal ein bisschen reden? Ich meine, das könnte euer letztes Gespräch sein, so. Destiny ruft an. Sie möchte plaudern. Nö, jetzt nicht. Wir versuchen ihr gerade noch Zeit mit unserer Mutter zu verbringen. Sie sind noch gute Freunde geworden. I can't. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Sunny. Was ist mit dir denn falsch? Hendrik Haas, wieso? Nein. Nein, 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 nein. Ich will das nicht. Girl, no. Es ist ein bisschen makaber, aber ich brauche ein Foto. No. Kannst du aufstehen? Ist immer in deine Ma, so. Warte, warte, warte. Sie kann noch vielleicht sie nochmal zurückholen? Das sieht sehr schlecht aus, oder? Sunny Ernest ist von uns gegangen, nachdem das leidenschaftliche Flehen von Faith beim Sensenmann auf taube Ohren gestoßen ist. Oh, Mann. Mit Sensenmann plaudern, Ich glaube auch. Dieses Spiel machen wir fertig. Was soll das? Also wir müssen auf jeden Fall dann ja heute noch zum Friedhof, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das jetzt so diese Sache, okay, sie hat ihre Mom verloren und als Ablenkung geht sie dann halt nach Salvadorada. Aber das machen wir noch nicht heute, sondern quasi im nächsten Part. Aber ich würde sagen, sie kriegt auf jeden Fall schon mal ein kleines Outfit dafür. Und außerdem muss ich hier nochmal für heute generieren, das ist die 82. Aber den ganzen Tag an einer Fähigkeit. Naja, das kriegen wir ja wohin. So, sie hat auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Deswegen mache ich jetzt ein Outfit, wo sie dann quasi auch nach so einer, ich weiß nicht, ob man das nennt, so einer Abenteurerin aussieht halt. So, sie hat sich ihre Haare dann quasi so ein bisschen zusammengemacht. Das finde ich gut. So, und lange Socken, Girl. Sonst wäre das, glaube ich, nicht so gut. Perfekt. Also sie hat jetzt ein Outfit dafür, um in der Wildnis ein bisschen sich auszutoben oder so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber auch erstmal direkt zum Friedhof. Wir nehmen Destiny mit. So, es ist nur fair, dass sie dann hier bei ihrem Bruder ist. Wie wäre es damit? Das macht dann so, beschreibt dann so die kleine Family. Dieses mit diesen Festplatten will ich hier auf jeden Fall hinlegen. Eine Bar. War ja letztendlich dann auch nochmal eine Sache, die sie ja viel gemacht hat. Ein Sportposter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt ihr irgendwie nicht so ganz gerecht. Also, dass sie irgendwie noch mehr braucht eigentlich. Ein Lama und eine Kuh. Hier das mit den Schlüsseln, weil sie ja Vermieterin war. Ja, und das Handy passt da jetzt nicht so rein, aber ich glaube, wir haben keinen Schlüssel an sich. Wir haben so ein Schlüsselbrett und so, aber irgendwie ist das auch nicht so ganz das Wahre, glaube ich. Es gab keine Pflanzen in Reich der Magie? Weil ich hätte gerne noch irgendwie was dargestellt, was zeigt, dass wir aus Glimmerbrook kommen, so, ne? Stelle ich hier einfach noch so eine Pflanze hin. Ich glaube, das ist ganz gut so. Damit haben wir sie auf jeden Fall ganz gut beschrieben, glaube ich. Ich habe jetzt geschrieben, trotz der schwersten Umstände hast du dich nicht unterkriegen lassen. Deine Twins werden dich nie vergessen. Ich würde ja gern vielleicht noch irgendwie dieses Buch da hinlegen, aber ich glaube, dann wollen die das die ganze Zeit lesen. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Vielleicht können wir da noch ein Foto hinpacken. Ja, doch. Das beschreibt es ganz gut, glaube ich. Könnt ihr nochmal trauern? Oh mein Gott, Destiny ist einfach abgehauen, oder was? Nee, sie ist hier. Also gibt sich, glaube ich, erstmal Zuspruch. Die Lichter sind einfach ausgegangen. Es ist jetzt alles noch dunkler. Boah, ist das heftig irgendwie, ne? Wir essen jetzt hier nichts. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, essen noch was und dann muss sie halt auch leider arbeiten. Es führt kein Weg dran vorbei. Rest in peace, Sunny Ernest. Sie wird niemals vergessen werden, weil sie war echt großartig. Also sie geht zur Arbeit. Grim, warum bist du noch hier? Ja, und dann arbeiten wir nachher an Forschen und Debattieren, I guess? Ich weiß es nicht. In so einem großen Haus alleine leben ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich lasse ihre Sachen auf jeden Fall erstmal noch stehen. Wenn wir ein Kind bekommen, können wir ja immer noch das dann umräumen. Ich glaube nicht, dass Faith einfach sagen würde, okay, ich schmeiße jetzt die ganzen Sachen weg. So, süßes Outfit, Girl. Ich hoffe, dass dein erster Arbeitstag okay ist. Und Grim, geh nach Hause. Aber wir haben Post bekommen. 1400! Ich wollte in Urlaub. Nur so. Ich meine ja nur. Destiny Girl. Süß, dass sie da ist, aber es ist keiner hier, außer die Katz und Grim. Wir wurden direkt befördert? Was? Süß. Ah, wie Apfeluhr. Macht sich hier in der Küche vielleicht ganz gut. Sie hat absolut gar keinen Spaß in ihrem Leben. Absolut verständlich, aber loyale Belegschaft, immerhin. Aber vielleicht sollte das Geld dann trotzdem reichen, dass wir am nächsten Tag, also dann halt quasi im nächsten Part, dass wir dann nach Salvadorada können. Das wäre sehr, sehr cool. Schneit's da eigentlich auch? Ich hoffe nicht, weil das wäre, glaube ich, ziemlich kritisch. Vielleicht lernen wir in Salvadorada ja auch jemanden kennen. Man weiß es nicht. So, bezahl die Rechnung, geh dann unbedingt duschen. Ich meine, den ganzen Tag an der Fähigkeit arbeiten ist jetzt nicht so viel dieses Mal, aber jetzt fein. Wir machen einfach Forschen und Debattieren, würde ich sagen. Weil hier, die brauchen wir nämlich auch. Und dann,
Ich glaube, wenn man ein höheres Level in der Fähigkeit hat, kann man auch andere Fähigkeiten schneller leveln. Also letztendlich ist es sehr vorteilhaft. Aber erst gibst du Pebbles noch was zu essen. Destiny, wir haben heute schon darüber geredet. Aber okay. Oh! Ich hasse es so sehr. Wir kennen halt noch keinen. Deswegen sagen wir einfach, unter welchen Bedingungen. Wir nehmen einfach die 2500, damit wir einfach in Urlaub können. Ja, weil... Also wenn wir da jetzt keinen finden, wäre das irgendwie auch blöd. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld, um in Urlaub zu gehen. Vielleicht auch für mehrere Tage. Ist vielleicht nicht schlecht. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon mit dem den ganzen Tag an einer Fähigkeit arbeiten. Es hat jetzt nicht so viel gebracht im Leben, aber es ist okay. Wir kommen klar. Ihr geht's komplett bescheiden, aber egal. Das ist ein Problem, was wir dann beim nächsten Mal lösen müssen, wenn wir im Urlaub sind. Yay! Ich denke, im Großen und Ganzen wird der Urlaub hoffentlich ein bisschen helfen, um runterzukommen und sich selbst vielleicht auch weiterzuentwickeln. We will see. Ich hoffe so sehr, dass euch jetzt Generation 4 auch gefällt. Ich bin schon sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. Ich weiß, dass der erste Part ein bisschen wild war. Es wird auch nicht besser. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So ist es halt in der Lucky Legacy Challenge. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!